WDR 2. Stichtag. Dem ging es schlicht und einfach um die Schaffung einer Art jugendlich-männlicher Guerilla, sagt der Sporthistoriker Hans-Joachim Teichler. Das Turnen, das uns Jan gelehrt. Offiziell ließ Jan nur turnen, mitten auf einer Wiese in Berlin. Ein Hingucker, die Hasenheide war Stadtgespräch. Der Schulabbrecher und Hilfslehrer Jan hatte seine Berufung gefunden. Er schrieb, des deutschen Knaben und deutschen Jünglings höchste Pflicht ist, ein deutscher Mann zu werden und zu bleiben, um für das Volk und Vaterland kräftig zu wirken. Darum war das Turnen bei Jan ausschließlich auf die Männer beschränkt und bezog vor allem wehrertüchtigende Übungen ein. Denn die Welt des Friedrich Ludwig Jahn war voller Feinde. Die Juden, die Polen, aber vor allem die Franzosen, die unter Napoleon 1806 in Berlin einmarschiert waren. Karin Hagemann, Historikerin an der University of North Carolina. Jahn und seinen Freunden war sehr klar, dass für diese Mobilisierung, für diesen erstrebten Krieg gegen Frankreich nicht nur eine mentale Mobilisierung nötig ist, sondern auch eine physische Ertüchtigung. Als Preußen und seine Verbündeten Napoleons Truppen 1815 endgültig besiegten, triumphierten auch Jahns Turner. Viele von ihnen hatten sich dem Freikorps angeschlossen. Jahn selbst erhielt nach Kriegsende einen Ehrensold, das Turnen wurde zu einer Massenbewegung und der Turnvater verfasste sein Hauptwerk, die deutsche Turnkunst. Die Turnkunst soll die verloren gegangene Gleichmäßigkeit der menschlichen Bildung wiederherstellen, der bloß einseitigen Vergeistigung die wahre Leibhaftigkeit zuordnen, im jugendlichen Zusammenleben den ganzen Menschen erfassen und ergreifen. Das galt für jedermann. Jahn kannte beim Turnen keine Standesunterschiede. Langsam dämmerte es der preußischen Staatsmacht, dass die Turner nicht nur antifranzösische Heißsporne waren. Man duzte sich auf dem Turnplatz, trug einheitliche Kleidung und, noch bedrohlicher für die Obrigkeit, Jahn forderte den deutschen Einheitsstaat samt Wahlrecht. Jahn war durchaus radikal. Er hat vorbehaltslos für alle Männer, die die Wehrpflicht erfüllten, das Wahlrecht gefordert. Andere Zeitgenossen haben gesagt, wir wollen mehr politische Rechte nur für die gebildeten Männer oder nur für die besitzenden Männer. Nach 1815 gewannen die reaktionären Kräfte in Preußen an Einfluss. Die Turner galten plötzlich als politische Störenfriede. Das öffentliche Turnen wurde 1820 verboten und Jahn, als Aufrührer angeklagt, musste eine 5-jährige Haftstrafe absitzen. Eine bittere Kränkung, die er bis zu seinem Tod 1852 nie überwand. Sein politisches Vermächtnis war dann so widersprüchlich wie der Mann selbst. Zurück zu Jahn. Es gibt kein besseres Vorwärts, lautete 1933 das Motto des ersten Turnfestes unter dem NS-Regime. Wir können das Erbe Jahns nie in bessere und mächtigere Hände als die des Führers legen. Nach dem Krieg feierte die DDR den Turnvater als bürgerlichen Rebellen, die Bundesrepublik den sozialen Pädagogen. Der Turnvater Jahn ist schließlich der Mann, der diesen Turnplatz eröffnet hat, um all den jungen Menschen ohne Rücksicht auf ihr Herkommen die Möglichkeit der Leibesübung zu geben. So Professor Hans Brüggemann vom Westfälischen Turnerbund 1966. Heute hat der Deutsche Turnerbund rund 5 Millionen Mitglieder. Jahn ist immer noch Namensgeber von zahllosen Vereinen, Straßen, Schulen und Plätzen, aber als politischer Vordenker taugt er nicht mehr. Geblieben ist der Sport. Turnlegende und CDU-Bundestagsmitglied Eberhard Ginger. Mit Friedrich Ludwig Jahn verbindet mich das Turnen. Jahn war ja unser Vorturner und Gründer der Turnbewegung. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.